Spiel, Satz und Sieg. Die Matches bei den Allianz Kundler German Juniors werden immer spannender und dramatischer. Am Mittwoch wurden die Teilnehmer an der dritten Runde der Einzel in jeweils 32 Spielen der Juniorinnen und Junioren bei den internationalen Jugendmeisterschaften von Deutschland ermittelt. Emotionen kochten hoch, denn es geht um viel. Meistertitel und gute Platzierungen bei diesem hochkarätigen Jugendturnier an der Hundekehle zählen im internationalen Tennis, wenn künftige Weltstars hier im Steffi-Graf-Stadion und den 16 umliegenden Courts ihre Karriere starten. So überhörten die Polin Stefania Roguczynska-Jacyk und Alexandra Wekic den Ruf Fehler des Schiedsrichters, Ausdruck der Konzentration und Anspannung. Sie blieb auch nach der Wiederholung des Punktes unverändert erhalten. Wekic zog in die Runde der letzten 16 ein und jubelte. Auch Santa Strombach vom Gastgeberklub kämpfte mit den Nerven, schrie oft ihren Frust heraus. Gegen die Serbin Adjelna Skrobonja erwischte sie einen guten Start, doch dann riss der Spielfaden. Sie verlor 4 Spiele in Folge, davon konnte sie sich beim 4:6, 1:6 nicht mehr befreien. Schade, denn viele Berliner Tennisfreunde hätten ihr ein Weiterkommen zugetraut und vor allem gewünscht. Aber sie hat dafür noch weitere 3 Jahre Zeit. Die prominenteste Betreuerin hat die 17-jährige US-Amerikanerin Elisabeth Mandlik, ihre Mutter. Die 56-jährige Hannah Mandlikova ist schließlich 4-fache Grand-Slam-Siegerin. Sie gewann 2-mal die Australian Open, je 1-mal die French und die US Open. Auch Sohn Mark ist noch im Doppel vertreten. Vor 30 Jahren habe ich hier, ich denke, 10-mal gespielt. Es war schön, wieder zum gleichen Club zurückzukommen. Es hat sich nichts geändert. Ich glaube, ich war einmal im Halbfinale gegen Steffi und habe hier dann den Federation Cup für Tschechien gespielt. Das ist ein Teamwettkampf, bei dem wir dann am Ende im Halbfinale verloren haben, wenn ich mich recht erinnere. Es ist mir wichtig, dass die Technik stimmt. Das ist einfach wichtig für die Zukunft. Es braucht seine Zeit, um die Technik zu entwickeln, aber für die Zukunft ist das einfach enorm hilfreich. Tochter Elisabeth, in der Weltrangliste auf Platz 84 notiert, besiegte die Russin Pepeljava souverän mit 6:2, 6:2. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Berliner Benito Sanchez Martinez hat leider den Einzug in die Runde der letzten 16 verpasst. Er musste sich dem Rumänen Giano, 17. der ITF-Weltrangliste, 3:6, 3:6 beugen. Den Zuschauern jedoch imponierte, wie Benito aus einem 0:5 im zweiten Satz noch ein 3:6 machte. Zeitweise habe ich echt stark gespielt, also auch meistens auch über dem, was ich normalerweise spiele. Es gab aber auch Phasen, da habe ich dann ein bisschen geschwächelt, da habe ich nachgelassen, bin ich durchgegangen, habe zu viel Zeit gelassen. Und dann gelang ich halt in diese Rücklage, sag ich mal, vom Punktestand. Und das war halt das einzige Problem, was ich dann so hatte. Ja, ich denke, er hat hier seine Fans auch ziemlich zufriedenstellen können. Er hat gegen die Nummer 2 gesetzt, sehr stark angefangen. Da waren wir alle sehr überrascht. Da führte er mit 2:0 und 40:15. Das war zum Start sehr vielversprechend. Allerdings muss man dann auch attestieren, dass der Gegner schon sehr erfahren ist. Ich glaube, Top 20 ITF steht und von der Seite natürlich auch schon viele harte Matches gespielt hat, was dann letztendlich auch das 3:6, 3:6 ausmachte. Aber ich denke, Benito hat gezeigt, was für ein Potenzial er hat. Er muss arbeiten, ein bisschen geduldiger zu werden. Und dann denke ich mal, hat er auch gute Chancen, solche Matches in Zukunft für sich zu entscheiden. Und die bisherige Bilanz des Turniers? Ja, wie jedes Jahr für uns sehr wichtig. Das sind im Prinzip ja die Turniere, in denen die Jungs Punkte machen sollen, um dann später die Grand Slams kennenzulernen. Also mit dieser Plattform zu Hause sind wir perfekt aufgestellt und wir werden auch in Zukunft alles tun, dass alle deutschen Jugendlichen hier antreten.